Von der Papierform her müsste Justaps klar überlegen sein, aber wir wissen ja, wie es ist. Die Treffsicherheit ist noch nicht ganz da. Aufpassen, dass wir am Anfang nicht gleich hier in Rückstand geraten. Ein paar sichere Punkte und dann. Oh, Rebound wieder. Schön gespielt, schön gespielt. Shooting Foul. Zwei Freiwürfe. Okay, und jetzt vernünftiges Defense-Play. Sieht ganz nach Ganzfeldpresse aus, was hier am Anfang gespielt hat. Und hat sich schon ausgezahlt mit dem ersten Spiel. Und jetzt. Schöner Schuss. Sehr schön. So, und jetzt aufpassen. Aufpassen. Okay, Ball im Aus, aber trotzdem. Schöner Rebound und vollendet. Ja, schön! Sofort den Stil nach dem erneuten Einwurf. Sehr schön gemacht. Jetzt kommt der erste Dreier. Und der Sitz. Schnell umschalten. Positionen besetzen. Schnell passen. Und dann den freien Mann suchen. Jawohl. Und schön. Lissop hat den Ball, hat den Ball, hat den Ball. Jawohl, wunderbar. Mit seinem Run. Sehr schön, sehr schön. Jetzt Matze. Sehr schöner Dreier. Hervorragend freigespielt und dann sauber abgeschlossen. Das sieht ganz gut aus, was hier sowohl in der Defense passiert, was die Rebounds angeht, als auch im Angriff, was die Trefferquote angeht. Der Baby tut sich unheimlich an. Schnelles Fastbreak-Spiel. Oh, wunderbar. Und jetzt ruhig spielen. Schöner Move. So, weiter geht's. Kurze Auszeit und weiterhin ganze Presse. Sehr schön. Und das Ganze noch ohne Foul und wieder bei Besitz. Hervorragende Taktik, gut eingestellt vom Trainer. Und bisher läuft es prima. Und Dreier. Herrlich, 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 herrlich. Ah, Tobi hat heute, glaube ich, ein bisschen Schusswaffe getrunken. Das sieht ganz gut aus. Und wieder Stil. Und leichter Korbleger. Jetzt haben sie sich mal gut durchgedribbelt und schönes Passspiel. Von Steffen war leider nichts. Aber der Stil. Der hat wohl soweit funktioniert. Jawohl. Und jetzt kommt der Korbleger. Wiederum Tobi. So, wir sind kurz vor dem Ende des zweiten Viertels. Der Zwischenstand gerade war 32-13. Und ich hoffe, wir sind hier noch nicht ganz am Ende. Schöner Pass. Jawohl. So, Halbzeitstand also deutlich 43-17. Obwohl der Trainer gerade ein bisschen Kritik geübt hat, was die Offense angeht. Waren noch ein paar leichte Korbleger, die nicht verwendet oder verwertet werden konnten. Aber das Ergebnis spricht, glaube ich, eine deutliche Sprache. Besser aus, also eine Ganzfeldpresse mehr. Aber die Rebounds funktionieren immer noch.
Jawohl, im zweiten nachsetzen. Und jetzt hinten hoch. Arme hoch. Und die spielen hier auch nicht zum ersten Mal Basketball. Und von der Seite her kann man das nur akzeptieren. Wo sie zwischenzeitlich auch deutlich gefehlt haben. Vorpfleger Micha, wunderbar. Und wieder Passbreak. Uwe legt ihn natürlich wieder daneben. Das kann nicht sein. Solche Chancen dürfen einfach nicht. Super Block. Super Block. Oh, oh, oh. Jetzt ist es ein bisschen chaotisch hier gerade in der Offensive. Also da muss man dann schon mal auch zum Korb ziehen und einfach nur einen einfachen Korbleger machen, anstatt hier zu versuchen, auf schön zu spielen. Aber Tobi wird das jetzt vielleicht ändern, jawohl. Vielleicht hier noch den Zuschauern zu bieten. Oh, wieder ein schöner Block, aber leider ein Defense Rebound. Das klappt hervorragend heute, muss man ganz ehrlich sagen. Und auch der ist drin, wunderbar. So, jetzt schneller passen, nicht so viel dribbeln. Da kommt der Wurf. Und ein herrlicher Wurf, Patrick. Das waren wohl 3 Punkte. Und wieder Rebound. Also ich weiß nicht, wie viel Rebound heute von Shorty geholt wurden. Schönes Anspiel. Schade, leider nicht rein, aber 2 Fouls. Ergebnis aufnehmen, 81-40, das geht, oder?